Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen! Die Landesregierung bringt heute ihre Vorstellung von einem Haushalt für das Jahr 2020 ein. So wie in jedem Parlament, in jedem Jahr die Regierung ihren Haushalt einbringt, soweit nichts Ungewöhnliches, so wie wir das als AfD ebenso tun werden, sobald wir regieren. Aber was unterscheidet, ja, und das haben ja nicht Sie zu entscheiden, sondern der Wähler, das ist das Schöne. Aber was unterscheidet uns dabei von Ihnen? Zunächst einmal muss man sich immer wieder vergegenwärtigen, dass wir es hier doch tatsächlich mit einer Landesregierung zu tun haben, die, und man glaubt es hier im parlamentarischen Alltag kaum, von CDU und FDP gestellt wird. Damit hätte man früher bestimmte Vorstellungen verknüpft. Zum Beispiel, dass gut gewirtschaftet wird, dass so etwas wie Wirtschafts- und finanzpolitische Kompetenz da wäre. Genauso wie früher allgemein vermutet wurde, die SPD sei für den sprichwörtlichen kleinen Mann da. Das eine ist, ich kann es vorwegnehmen, so vorbei wie das andere. 80 Milliarden Euro hat die Landesregierung in diesem Jahr zur Verfügung. Das sind 80.000 Millionen Euro. Eine gewaltige Summe, mit der man viel Gutes für die Menschen auf den Weg bringen könnte. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Schwarz, Rot, Gelb und Grün in diesem Haus in den letzten Jahrzehnten ja gemeinsam einen gigantischen Schuldenberg von sage und schreibe 144 Milliarden Euro angehäuft haben. Man könnte also denken, dass da jetzt endlich ordentlich getilgt wird, damit unsere Kinder und Enkel nicht auch noch unsere Schulden abbezahlen müssen. Aber leider, dem ist nicht so. Darauf haben Herr Laschet und Herr Lienkämper mal wieder keine Lust. Wenigstens in Sonntagsreden sprechen Sie doch gerne mal von Generationengerechtigkeit, aber mehr als Sonntagsreden haben Sie an dieser Stelle leider nicht zu bieten. Das, meine Damen und Herren, unterscheidet uns finanzpolitisch zuallererst von Ihnen. Wir haben den klaren Willen, zu sparen und zu tilgen. Anders als Sie denken wir nicht nur in Legislaturperioden und an die Wiederwahl, sondern wir haben ein langfristiges Interesse an der Zukunft unseres Landes. Und zu einer sorgenfreien Zukunft gehört im staatlichen wie im privaten die Schuldenfreiheit. Dass die Landesregierung dabei auch noch mutwillig die Expertise des Landesrechnungshofes in den Wind schlägt, ist eine Sünde an der Zukunft unseres Landes, meine Damen und Herren. In den 3 Jahren ihrer Haushaltsverantwortung hat die Landesregierung zusätzliche Steuern von knapp 18 Milliarden Euro vereinnahmt. Zurückgelegt, um damit Schulden abzubezahlen, hat sie ganze 572 Millionen. Das wäre ungefähr so, als hätte eine Familie 144.000 Euro Schulden. Nun nimmt sie in den letzten 3 Jahren 18.000 Euro netto zusätzlich ein und bezahlt davon ganze 572 Euro Schulden ab. Das ist die Tilgungsleistung dieser Landesregierung, meine Damen und Herren. Niemand auf der Welt käme auf die Idee, das bürgerlich und solide zu nennen. Und so kommt auch niemand auf die Idee, diese Politik bürgerlich und solide zu nennen. Und wenn Herr Löttgen vorhin sagt, dass es künftig weniger vom Mehr geben wird, dann können wir uns in etwa vorstellen, was das für die Tilgungsleistung dieser Landesregierung bedeutet. Da wird es künftig wahrscheinlich gar nichts mehr geben. Dazu passt auch, dass der Ministerpräsident nun meint, der Bund solle NRWs Schulden übernehmen. Was für ein armseliges und unbürgerliches Gejammer. Man selbst macht Jahrzehnte Schulden und nun sollen andere zahlen, weil Schwarz und Gelb es hier im Land nicht können und auch nicht wollen. Klar, man kann das Geld über den Bund erstreiten, das ist in Ordnung, wir wollen auch alles für NRW, aber das kann doch nicht die erste und fast einzige Idee sein. Zuallererst muss man doch sich selbst bemühen, im Privaten wie in der Politik. Als AfD-Fraktion stehen wir auch finanzpolitisch für ein selbstbewusstes und eigenverantwortliches Nordrhein-Westfalen. Ein Nordrhein-Westfalen, das für selbstgemachte Schulden auch selbst aufkommt und nicht als erstes bei anderen dreist betteln geht. Alleine, dass wir in diesem Jahr mit über 1 Milliarde am Tropf des Länderfinanzausgleichs hängen, das müsste dieser Regierung eigentlich peinlich sein. Ich finde, das ist eine Schande für Nordrhein-Westfalen. Ich will ein Land, auf das die Menschen stolz sein können und keines, für dessen kraftlose Finanzpolitik man sich schämen muss.
Allein diese Bilanz, allein diese Haltung, die da bei Ihnen zutage tritt, und dann lässt Herr Laschet auch noch Gerüchte streuen, er könne angeblich Kanzler. Kanzler, Herr Laschet, wurden eigentlich mal Politiker, die etwas geleistet hatten, die ihre Kompetenz unter Beweis gestellt hatten. Wobei, womöglich haben Sie sich gedacht, AKK kann es ja auch nicht, warum soll ich es da nicht auch nicht können? So langsam wird es gruselig, wenn man sieht, wie wenig brauchbares Personal die ehemaligen Volksparteien noch in Reserve haben. Denn wir haben ja nicht nur einen selbsternannten Kanzlerkönner aus den Reihen der Schwarzen im Haus, nein, wir haben auch gleich noch einen selbsternannten SPD-Beinahe-Vorsitzenden und damit ja auch angeblichen Kanzlerkönner in unserer Runde. Wobei, wie das bei der SPD eben so ist, selbst das verkommt zur Farce. Als sich Herr Kutschaty zum neuen SPD-Chef ausrief, stimmte so überhaupt niemand aus den eigenen Reihen in den Ruf ein. Mittlerweile tummeln sich bei der SPD-Castingshow diverse Nordrhein-Westfalen, nur einer nicht, der sich gleich am Anfang für einen der Besten hielt, Herr Kutschaty. Der hatte nicht den Hauch einer Chance und das, obschon, sieht man mal vom Bundesfinanzminister ab, die Konkurrenz doch eher drittklassig ist. Der Sturz der SPD, gerade auch in Nordrhein-Westfalen, hier wird er besonders deutlich. Aber zurück zur Haushaltsvorlage. Wenn man etwas tiefer in die Zahlen einsteigt, wird es ja noch unsolider, noch viel weniger bürgerlich. Sehen wir uns doch mal an, wie die Landesregierung ihre vermeintliche schwarze Null in diesem Jahr zustande bringt. Da sind zum Beispiel über 17.000 unbesetzte offene Stellen im Landesdienst. Die werden mal eben frech als Minderausgabe und damit als angebliches Sparen gebucht. Und das auf dem Rücken der Beschäftigten, die ja die Jobs der Nicht-Eingestellten tagtäglich miterledigen müssen. Das ist nicht nur unsozial den Beschäftigten gegenüber, sondern auch dem Bürger gegenüber. Denn uns allen fehlen doch die Lehrer, Polizisten, Staatsanwälte und Richter. Was an deren Nicht-Einstellung, bitteschön, soll solide und bürgerlich sein, meine Damen und Herren? Ich sage es Ihnen, gar nichts daran ist solide und bürgerlich. Aber der eigentliche Grund für die noch gehaltene schwarze Null ist ja neben einigen landespolitischen Taschenspielertricks die Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank. So wie in den letzten Jahren auch. Eine Folge der von allen anderen Parteien hier im Hause vertretenen sogenannten Euro-Rettungspolitik, die immer absurdere, aber vor allem immer schädlichere Auswirkungen für die Menschen mit sich bringt. So schreibt der ehemalige Richter am Bundesverfassungsgericht Paul Kirchhoff in der Welt zu Recht, die Auswirkungen der Nullzinspolitik sind für den Normalsparer besonders erheblich. Die Inflation der Immobilienpreise in Ballungsgebieten, in denen dieser arbeitet und wohnen will, ist so hoch, dass der Normalverdiener sich ein Grundstück nicht mehr leisten kann. Der Bürger verliert Vertrauen in das Wirtschaftssystem, in die Rechtsstaatlichkeit der europäischen Organe, in die Glaubwürdigkeit der Politik, so Kirchhoff weiter. Mit ihrer Niedrigzinspolitik gibt die EZB zugleich das Instrument aus der Hand, das sie bei einer möglichen Rezession dringend benötigt. Sollte die Wirtschaftskraft in Europa schwächer und dadurch der Geldwert gefährdet werden, hat die EZB den Auftrag, dem entgegenzusteuern. Ihr Instrument wäre eine Verbilligung des Geldes. Wenn sie aber den Geldzins bereits auf Null gesenkt oder negativ gestaltet hat, fehlt ihr jetzt das dringend benötigte Handlungsinstrument. Soweit also der Mann, den Angela Merkel einstmals zum Finanzminister machen wollte. Und er spricht dabei ja einen neuralgischen Punkt an. Wir haben die ersten rezessiven Tendenzen und die Notenbank ist blank, was ihre Mittel zum Gegensteuern angeht. Es ist unverantwortlich, dass die deutsche Politik nicht gemeinsam klar und deutlich gegen diesen Irrsinn aufsteht. Stattdessen gibt es Symptomdebatten, zum Beispiel darüber, wie man Kleinsparer vor Strafzinsen schützt. Meine Damen und Herren, über 648 Milliarden Euro haben Deutschlands Sparer schon durch die niedrigeren Zinsen verloren, wie die DZ-Bank für den Zeitraum von 2010 bis 2019 ausgerechnet hat. Das sind pro Kopf der deutschen Bevölkerung ca. 7.000, sogar über 7.000 Euro. Mit Gunter Schnabel warnt einer der renommiertesten deutschen Ökonomen vor verheerenden Folgen der ultralockeren Geldpolitik für Sparer. Die Niedrigzinspolitik der EZB wird deutsche Sparer nach Ansicht des Wirtschaftswissenschaftlers noch für sehr lange Zeit belasten.
Sparer müssen damit rechnen, dass sie auf dem Sparbuch auf Jahrzehnte hinaus keine Zinsen mehr erhalten werden oder sogar für ihre Einlagen bezahlen müssen, schreibt der Leiter des Instituts für Wirtschaftspolitik der Universität Leipzig in einem Gastbeitrag für das Nachrichtenmagazin Focus. Durch die niedrigen Zinsen auf Sparbücher bei gleichzeitig steigender Inflation stehe die deutsche Mittelschicht vor einer schleichenden Entwertung ihrer Ersparnisse, so Schnabel weiter. Der Leipziger Ökonom befürchtet, dass die ultralockere Geldpolitik zu wachsenden gesellschaftlichen und politischen Spannungen führen wird. Und das alles, weil die alte politische Klasse es sich und den Bürgern auf Teufel komm raus nicht eingestehen will, was ihnen doch so viele Volkswirte sagen, nämlich, dass der Euro auf diese Art eine ökonomische Fehlkonstruktion ist, dass Länder wie Griechenland gegen jede versprochene Regel aufgenommen wurden und nun künstlich mit fatalen Folgen im Währungsraum gehalten werden sollen, dass gegen jedes Versprechen die Schulden anderer Staaten übernommen werden. Das ist ja neben dem ökonomischen Wahnsinn auch wieder so ein tiefenwirksames Beispiel für den durch die politische Klasse selbst verschuldeten Vertrauensverlust, dieses ständige Brechen von Versprechen. Und das Brechen von Versprechen scheint bei Ihnen groß in Mode zu kommen, denn nun verrät die politische Klasse auch noch den ohnehin fragwürdigen Kohlekompromiss, denn die versprochene Strompreisentlastung scheint einfach unter den Tisch fallen zu sollen. Herr Laschet, ich erwarte von Ihnen ein ganz klares Bekenntnis zu diesen Mindestzusagen im sogenannten Kohlekompromiss. Aber zurück zu unseren Sparern und Lebensversicherten. Wer nun also die Folgen ihrer desaströsen Euro-Rettungspolitik sieht und warnt, ist dann angeblich ein Europafeind. Nein, meine Damen und Herren, wer dem Sparer seinen Zins belassen will, ist kein Europafeind, sondern erkennt die Leistung der Menschen an, die ja jeden Euro sauer verdient haben. Und er erkennt an, dass es zu den deutschen Erfolgsgeheimnissen gehörte, dass die Bürger gespart haben, anstatt alles in den sofortigen Konsum zu setzen. Den interessiert eben das Schicksal der ganz normalen Mittelschicht, die mittlerweile Probleme hat, die Mietwohnung zu wechseln oder gar Eigentum zu schaffen, weil die Politik für die unseriöse Währungspolitik horrende Immobilienpreise in Kauf nimmt, weil die Anleger natürlich nach Rendite suchen, die sie in Immobilien zu finden hoffen. Mit diesen bewusst in Kauf genommenen Fehlsteuerungen zulasten der Bürger muss endlich Schluss sein. Als AfD setzen wir uns mit aller Kraft dafür ein, diese Brüsseler Immobilien- und Mietpreistreiberei abzustellen. Für uns bedeutet Europa den Frieden und die Freundschaft souveräner Nationen untereinander, um gemeinsam mehr Freiheit, Wohlstand und Sicherheit zu schaffen, aber zum Beispiel nicht, dass die Bürger mit explodierenden Mieten belastet werden und sich die Haushalte wie der Landesregierung auf Kosten der Bürger vermeintlich schuldenfrei halten. Aber wer glaubt, damit wäre die Situation am Wohnungsmarkt für die alten Fraktionen schon angespannt genug, der muss dann auch noch mit ansehen, wie die Mieten gerade in den auch für die Mittelschicht und untere Mittelschicht bezahlbaren Objekten auch noch dadurch in die Höhe treiben, indem sie knapp 2 Millionen sogenannte Flüchtlinge ungesteuert und unbegrenzt ins Land holen. Denn es ist klar, dass die nun auch um genau die Wohnungen konkurrieren müssen, die auch für die deutschen und gut assimilierten ausländischstämmigen Bürger nachgefragt sind. Und dann haben die Menschen mit viel Glück eine neue Wohnung gefunden, aber wie steht es mittlerweile um die Sicherheit im öffentlichen Raum, auf unseren Straßen und Plätzen? Immer mehr Menschen fühlen sich unwohl. Insbesondere in den Innenstädten treffen sie zu bestimmten Uhrzeiten immer wieder auf Gruppen, die von den alten Parteien und Medien verschämt Jugendliche oder junge Männer genannt werden. Dabei wissen wir doch alle, dass sich diese Gruppen auch noch etwas genauer eingrenzen lassen. Es sind nämlich in der Regel die von ihnen ins Land geholten sogenannten Schutzbedürftigen. Aber tatsächlich fühlen sich insbesondere Frauen in unserem Land mittlerweile zunehmend schutzbedürftig. Und diese Situation stellt für die Menschen einen massiven Freiheitsverlust dar. Anstatt unbeschwert die Straße entlang zu gehen und zu entspannen, nachzudenken oder sich mit beruflichen Lösungen zu beschäftigen, ist man gezwungen, sich um seine Sicherheit zu sorgen. Anstatt in der U-Bahn einfach mal runterzukommen oder sich auf das Abendessen mit der Familie zu freuen, muss Mann oder Frau sich Gedanken machen, ob man womöglich angegriffen wird, ob einem etwas passiert. Es ist schon klar, in der Regel tritt der befürchtete Fall nicht ein und man kommt heil nach Hause. Aber alleine
dass die Möglichkeit mittlerweile nicht mehr irreal erscheint, ist doch auch ein Verlust an Lebensqualität und ein Verlust an Freiheit, meine Damen und Herren. Ich bin daher, und das will ich ausdrücklich sagen, Ihnen, Herr Reul, dankbar, dass Sie nun eine Dunkelfeldstudie angestoßen haben, die Teilbereiche dessen, was wir auch als AfD immer wieder ansprechen, weil es die Menschen bewegt, beleuchten soll. Wir haben diese Vorkommnisse, die oft nicht in der polizeilichen Kriminalstatistik auftauchen, mittlerweile auch in Freibädern. Und wir haben die unsere Regeln missachtenden und verachtenden türkisch-orientalischen Chaoshochzeiten. Wir haben ganze Straßenzüge, die geprägt sind von arabischen Clans, die man jahrzehntelang einfach hat machen lassen. Und in all diesen Zusammenhängen, meine Damen und Herren, muss ich sagen, es ist nicht rechtspopulistisch, wenn man seine Grenzen so sichert wie seine Haustür. Es ist nicht rechtspopulistisch, wenn man seine Schulden zurückzahlt, um sie nicht seinen Kindern zu hinterlassen. Und es ist nicht rechtspopulistisch, meine Damen und Herren, wenn man zu jeder Zeit sicher durch jede Straße seiner Stadt gehen will. Und, meine Damen und Herren, es ist nicht rechtspopulistisch, wenn man den rauswirft, der sich nicht benimmt. Der sich nicht benimmt, obwohl man ihn verköstigt und ihm eine Wohnung gibt. Ließen Sie sich, meine Damen und Herren, von Schwarz, Rot, Grün und Gelb das Zuhause privat gefallen? Nein, natürlich nicht. Deshalb haben Sie auch keine echten oder vermeintlichen Flüchtlinge bei sich privat zu Hause. Das wählen Sie sich schön auf den Rest des Volkes ab und überhöhen sich dann auch noch moralisch, wenn die Menschen auf die realen Probleme hinweisen, die mit dieser Politik verbunden sind. Probleme, die jeder sieht, die Sie aber nicht sehen wollen. Schon das Beschreiben von Realitäten ist für Sie rechtspopulistisch oder gleich Nazi. So kann man natürlich auch Nazis produzieren. Man muss nur jeden so nennen, der das fordert, was bis vor ein paar Jahren unter Demokraten ganz normal war. Ich erinnere mich an die Leipziger Rede von Frau Merkel 2004 beispielsweise. Und schon hat man jede Menge angeblicher Nazis, gegen die man sein darf. Meine Damen und Herren, das ist einfach grotesk. Besser wäre es, Sie hätten Ihren eigentlichen Job gemacht. Seit Jahrzehnten haben Sie alle hier gemeinsam unsere Infrastruktur verrotten lassen. Zwar gilt auch im Verkehrsbereich, was oft auch in den anderen Ressorts konstatiert werden kann, ja, es ist minimal besser als unter Rot-Grün. Das ist so und da freuen wir uns dann auch mal angemessen minimal mit, aber man muss auch ehrlich sein, gegen Rot-Grün würde wohl fast jede Regierung besser aussehen. Allerdings, Herr Wüst, der desaströse Zustand der Infrastruktur in unserem Land ist doch tatsächlich ein Gemeinschaftswerk aller Vorgängerregierungen, ob sie nun von CDU und FDP oder SPD und Grünen gestellt wurden. Sie alle haben den Zustand unserer Straßen zu verantworten. Über die Hälfte der Landstraßen sind aktuell in den allerschlechtesten Kategorien eingestuft. Von 920 bisher inspizierten Brücken sind 637 nach heutigen Standards nicht mehr ausreichend belastbar und tragfähig. In 573 Fällen hilft nur noch der Abriss und Neubau. Und das ist nur der aktuelle Prüfstand im Stauerland Nummer 1, in dem nicht einmal 10% der Menschen Glasfaserkabel zur Verfügung haben und in dem ich auf mir vertrauten Autobahnen fahrend Geschäftsfreunde am Telefon schon immer mal vor dem nächsten Funkloch warnen muss. Was passiert, wenn ich mit der Bahn reise, muss ich gar nicht mehr erzählen. Das wissen schon alle, was da schiefläuft. Meine Damen und Herren, man erlebt den Verfall eines Landes und eine Politik, die sich um Nebensächlichkeiten wie Gendertoiletten und anderen Firlefanz kümmert, aber nicht um die Substanz, von der wir seit Jahrzehnten zehren. Und dann dieses ständige parteipolitische Klein-Klein, nur ein paar Beispiele aus den letzten Monaten. Dass der Staat gezuckerte Milchprodukte fördert, ist ja schon absurd genug. Aber wie es noch absurder geht, beweist Ihr Umgang mit unserem Antrag, diese Subventionen endlich einzustellen. Wo jedem mit gesundem Menschenverstand, das war ja so ein Thema von Herrn Lienkämper, von vornherein klar ist, dass Kinder nicht überzuckert aufwachsen sollen, da fiel Ihnen nichts Besseres ein, als meinen Kollegen Dr. Vinzenz hier anzugreifen und ihm zu sagen, ihm als Arzt zu sagen, er hätte keine Ahnung und wolle Schaden anrichten, so die CDU. Die FDP glaubte zu wissen, dass die AfD hier Foodwatch hinterherliefe und ähnlicher Dummsinn. Und natürlich lehnten sie ab, lieber gezuckerte Milch für Kinder subventionieren, als der AfD und 15 anderen Bundesländern zuzustimmen. Aber wie so oft, die Realität holte sie ein und nur 2-3 Monate nach ihrer vollmundigen Ablehnung setzt das Ministerium unsere Forderung um. Meine Damen und Herren, das sind genau diese Politspielchen,
von denen sich der Bürger völlig zu Recht genervt fühlt. Wir als AfD-Fraktion geben den Gedanken, dass es immer erst um die Sache gehen muss, nicht auf. Wir werden weiterhin selbst den Grünen zustimmen, wenn sie denn mal recht haben, ganz egal, ob sie uns hier immer negativ bescheiden, obwohl wir doch zu häufig recht haben. Das gilt nämlich zum Beispiel auch für unseren Antrag, hier endlich ein Landespflegegeld nach bayerischem Vorbild einzuführen. Warum soll es Pflegenden, die meine ganze Hochachtung haben, in Nordrhein-Westfalen schlechter gehen als denen in Bayern? Sie helfen ihren Angehörigen in Dortmund und Euskirchen doch genauso aufopferungsvoll wie in München und in Augsburg. Die SPD hier im Hause faselte sogar von einer Herd- und Bettprämie für pflegende Angehörige. Damit offenbaren Sie einmal mehr Ihr furchtbares Menschen- und Familienbild, meine Damen und Herren von der SPD. Aber auch hier, AfD wirkt, denn entgegen Ihrer Einlassungen hier im Hause denkt Ihre Familienministerin Frau Giffey in Berlin mittlerweile genau in unsere Richtung und nicht in Ihre Richtung hier im Landtag. Und dass Sie hier unseren Antrag zur Flughafensicherheit erst ablehnen und ein Jahr später kopiert selbst einbringen, das passt genauso ins Bild des Abgesangs einer ehemaligen Volkspartei. Ganz besonders entsetzt hat mich diese parteitaktische Art und Weise, als der tausendfache Fall des sexuellen Missbrauchs an den Kindern in Lüchte ans Licht kam. Ob des massiven staatlichen Versagens in diesem Fall wollten die Schwarzen zuerst ihren Innenminister schützen und die Roten ihre Landräte. Monatelang habe ich wieder und wieder hier vor Ihnen stehen müssen, um endlich einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss zu erhalten, damit wir gemeinsam daran arbeiten, das Versagen zu analysieren und abzustellen. Und abstellen sollten Sie endlich auch die von Ihnen mitverantwortete Strompreistreiberei. Die Rekordstrompreise sind eine direkte Folge der völlig verpfuschten Energiewende. Angesichts des nun beschlossenen Ausstiegs aus der Kohleenergie und der Tatsache, dass bis heute keine großen Energiespeicher zur Verfügung stehen, werden sich die Bürger auf weiter steigende Preise einstellen müssen. Zwar werden die Netznutzungsentgelte bis 2023 durch die beschlossene bundesweite Angleichung leicht sinken, dies dürfte aber durch die steigenden Kosten und die dringend benötigten Reservekraftwerke sowie die ungebremste Subventionierung der erneuerbaren Energien kaum ins Gewicht fallen. Ergebnis, die Preise steigen weiter, wie mein Bundestagskollege Leif Erik Holm richtig analysiert. Und weiter, das erneuerbare Energiengesetz ist ein Fass ohne Boden und gehört abgeschafft. Warum sollen die Bürger ein nicht funktionierendes Projekt jedes Jahr mit noch mehr Milliarden subventionieren? Bis zur Beerdigung dieses planwirtschaftlichen Monstrums namens EEG fordern wir wenigstens eine schnelle Entlastung der Bürger. Das wäre über eine Aussetzung der Stromsteuer und die Deckelung der EEG-Umlage möglich. Da würden die Verbraucher nämlich sofort entlastet. Die Abschaffung des EEG ist aber auch eine Frage der sozialen Gerechtigkeit. Das ist ja immer so Ihr besonderes Thema. Denn was bitteschön ist gerecht daran, wenn die Seniorin mit dem Strompreis, den sie zu bezahlen hat, wenn die Seniorin mit ihrer Grundrente also, dem Lehrerehepaar die Solaranlage auf dem Dach ihres Hauses finanziert, meine Damen und Herren. Ich will es Ihnen sagen, nichts daran ist sozial gerecht. Und ungerecht ist es auch, dass die Schüler in Nordrhein-Westfalen so viel weniger lernen dürfen als ihre Altersgenossen in Sachsen oder Bayern. So sind auch die Schlagzeilen der Presse zum Kernthema Schule zum Teil desaströs. In NRW droht eine Bildungsapartheid. Fast jede zweite Lehrerstelle unbesetzt. Gebauer stehen noch härtere Zeiten bevor. Ministerin muss noch zulegen. Und nicht zuletzt wird Frau Gebauer tituliert als die Mutter aller Schulprobleme. So zumindest die Presse. Da ist zunächst das Problem des massiven Lehrermangels. Trotz aller möglichen Bemühungen hat sich die Besetzungsquote gegenüber dem Vorjahr verschlechtert. Dieses Jahr konnten von den rund 10.000 Stellen nur 58% besetzt werden. Im Vorjahr lag der Wert noch bei 61%. In konkreten Zahlen heißt dies, dass in NRW rund 4.000 Lehrer fehlen. Der Lehrermangel an Grundschulen ist dabei besonders riskant. Mal eben, rund 200.000 Kinder aus der Flüchtlingswelle müssen nun in unser Schulsystem integriert werden.
Einigen Oberbürgermeistern von SPD und CDU hat das übrigens immer noch nicht gereicht, denn anders sind ihre Willkommensparolen für noch mehr Zuwanderungen aus außereuropäischen Staaten nicht zu verstehen, wenn man sich vor Augen hält, dass wir die Probleme, die entstanden sind, immer noch nicht ansatzweise im Griff haben, meine Damen und Herren. Aber demnächst haben wir Kommunalwahlen und wir werden dann entsprechend dazugewinnen. Der Lehrerverbandspräsident Heinz-Peter Meidinger referierte erst kürzlich in einem Interview bei der Passauer Neuen Presse, ich zitiere: Meiner Kenntnis nach ist dies mit Ausnahme der unmittelbaren Nachkriegszeit der größte Lehrermangel, den wir in Deutschland in den letzten Jahrzehnten jemals hatten. Weiter führt er aus, wir werden Qualitätsprobleme im deutschen Bildungswesen kriegen. Das werde sich besonders an den Grundschulen zeigen. Und weiter, wir hatten bereits bei der letzten Grundschulstudie zum ersten Mal einen Rückschritt zu verzeichnen. Ich fürchte, das wird sich fortsetzen. Doch leider setzt es sich sogar noch schlimmer fort. Wir haben mittlerweile zahlreiche Schulen ohne Schulleiter. Die Vakanzen im Schulleiterbereich werden zum strukturellen Problem. In NRW ist jede siebte der 5.105 öffentlichen Schulen ohne regulären Leiter. Über alle Schulformen hinweg sind 707 Chefsessel und 939 Vizeposten vakant. Bei den allgemeinbildenden Schulformen haben Grund-, Haupt- und Realschulen einen besonders hohen Bedarf an Leitungspersonen. Ein Beispiel: An den 2.732 öffentlichen Grundschulen fehlen 350 Schulleiter und 540 Stellvertreter. Wie wundert das auch, wenn man beispielsweise weiß, alleine 2018 sind an NRW-Schulen 263 Lehrer Opfer von Körperverletzungen geworden. Und dies sind nur die statistisch erfassten Fälle. Erst zu Schuljahresbeginn wurde ein Schulleiter aus Duisburg von einem 14-Jährigen geschlagen und schwer verletzt. Anschließend durfte er sich im Krankenhaus behandeln lassen. Unsere Fraktion wünscht selbstverständlich auf diesem Wege gute Besserung. Aber, ganz toll, die Landesregierung will im Frühjahr 2020 und 2022 eine Woche des Respekts an Schulen ausrufen. Die wird wahrscheinlich genauso helfen wie die Flyer des Innenministers gegen Chaoshochzeiten, nämlich gar nicht. Aber weiter zu den Folgen der Politik des Mangels im Bildungsbereich. Allein im Primarbereich wurde beispielsweise eine Verschlechterung der Handschrift mit einem Negativwert von rund 90% nachgewiesen. Das ist ein alarmierendes Ergebnis, welches Leistungsabfall begünstigt. Auch der Zeitumfang beschwerdefreien Schreibens fällt erschreckend aus. Nur 2 von 5 Schülern können länger als 30 Minuten beschwerdefrei schreiben. Beim INSM-Bildungsmonitor 2019 belegt NRW gerade mal Platz 13. Bei der Ausgabenpriorisierung sogar Platz 15. Lediglich Bremen hat schlechter abgeschnitten und Bremen schneidet immer schlechter ab, meine Damen und Herren. Schlecht abgeschnitten trifft es denn auch insgesamt ganz gut. Was Sie hier heute vorgelegt haben, ist ein nur der schädlichen Nullzinspolitik geschuldeter, nur vermeintlich ausgeglichener Haushalt. Die Schulden zurückzuzahlen, sie endlich wirksam zu tilgen, das fällt Ihnen gar nicht erst ein. Investitionen in die Kernaufgaben des Staates unzureichend. Grenzsicherung will Herr Laschet nicht. Abschiebung, Totalversagen von Herrn Stamp. Wenn das ernsthaft der Haushalt sein soll, mit dem sich Armin Laschet bei möglichen Neuwahlen im Bund als Kanzlerkandidat empfehlen wollte, dann geht der Schuss, meine Damen und Herren, sprichwörtlich nach hinten los. So kann NRW nicht als Beispiel für den Rest der Nation dienen, höchstens als schlechtes. Unser Anspruch ist da ein anderer. Ich danke Ihnen.